Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute zeige ich euch meine Leseliste für den Monat April. Ich habe die letzten paar Monate immer eine Leseliste gemacht und war eigentlich auch schon kurz davor, das aufzugeben, weil ich mich kaum dran gehalten habe und fast nur andere Bücher gelesen habe. Aber jetzt im März habe ich alle Bücher auf meiner Liste gelesen oder zumindest angefangen. Eins habe ich nicht beendet, aber darüber spreche ich in meinem Lesemonat noch. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache es jetzt diesen Monat. Ich habe auch ein bisschen mehr Bücher drauf als sonst, weil ich die letzten Monate halt immer viel mehr gelesen habe, als ich mir vorgenommen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob das so die beste Idee ist, weil ich lese auch gern spontan. Also ich suche mir auch gern spontan Bücher aus oder ich kriege ein neues Buch oder höre ein neues Buch und möchte das dann halt gleich lesen. Deswegen war es eigentlich immer gut, dass ich mir nur ein paar Bücher vorgenommen habe und dann konnte ich auch ein paar Bücher so spontan lesen. Aber ich habe halt gerade so viele Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Deswegen ist die Liste halt auch ein bisschen länger geworden. Wir werden sehen, was daraus wird. Das erste ist ein Hörbuch. Ich habe nur ein Hörbuch ausgesucht, weil ich nicht weiß, wie schnell ich da durchkomme. Und zwar ist es der erste Teil der A Song of Fire and Ice-Reihe, und zwar Game of Thrones. Ich kann euch leider nicht sagen, wie es auf Deutsch heißt. Ich meine, ihr wisst alle, wovon ich rede, denke ich mal. Auch wenn ihr die Serie nicht gesehen habt oder die Bücher nicht gelesen habt. Game of Thrones ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Nur ist es so, dass die Deutschen irgendwie für jedes englische Buch gibt es zwei deutsche Bücher und es gibt verschiedene Ausgaben mit verschiedenen Titeln. Was absolut verwirrend ist, deswegen probiere ich bei Game of Thrones gar nicht, das irgendwie für euch auf Deutsch die Titel zu sagen, weil es ist mir einfach zu kompliziert. Ich verstehe es einfach nicht, was das Ganze soll. Deswegen einfach der erste Teil der A Song of Fire and Ice-Reihe werde ich hören auf Hörbuch. Das sind, glaube ich, 24 Stunden oder so. Ich müsste dann eigentlich mehr als nur dieses eine in dem Monat hinkriegen, weil ich glaube, Empire of Storms waren auch 25 Stunden und das habe ich auch nicht nur ein Buch in dem Monat gehört, aber ich habe jetzt einfach nur das eine aufgeschrieben quasi auf meine TBR-Liste. Ich werde aber dann, wenn ich damit fertig bin, natürlich direkt mit dem zweiten weitermachen, ob es im April ist oder dann schon im nächsten Monat. Deswegen, ja. Und für die, die's, falls ihr es wirklich nicht wisst, Game of Thrones ist ein High-Fantasy-Buch oder eine High-Fantasy-Serie. Und zwar ist es auch eine Erwachsenenserie, also kein Jugendbuch, keine Jugendbücher. Und sie sind von George R.R. Martin geschrieben. Und das erste Buch wurde, glaube ich, 1997 veröffentlicht und wir warten alle sehnsüchtig auf das sechste Buch. Also was heißt wir? Ich habe die Bücher ja noch nicht gelesen, aber ich hoffe auch, dass das sechste Buch bald rauskommt, dass ich einfach so schön die Reihe lesen kann und nicht so wie alle anderen ewig auf die Fortsetzung warten muss. Aber wir werden es sehen. Und von Fortsetzungen, wenn wir von Fortsetzungen sprechen, ich habe zwei Bücher, die ich diesen Monat lesen möchte, um Reihen zu beenden. Oder ich glaube, es sind beides Dilogien. Bei einem bin ich mir sicher, beim anderen nicht. Deswegen verzeiht mir, falls es falsch ist. Aber die habe ich jetzt in den letzten Monaten angefangen und möchte die eben beenden. Das erste ist The Rose and the Dagger von René Adier, also Zorn und Morgenröte. Das kam, glaube ich, letzten Monat auf Deutsch raus. Der erste Teil ist, Zorn und Morgenröte ist der erste Teil und The Wrath and the Dawn auf Englisch. Und der zweite Teil, also das hier auf Deutsch, ist Rache und Rosenblüte, glaube ich. Doch, Rache und Rosenblüte ist der zweite Teil. So, das ist ein High-Fantasy-Jugendroman, der eine Nacherzählung von den Geschichten aus 1001 Nacht ist. Und ich habe den ersten Teil im Februar gelesen und ich war total verliebt. Ich habe ihm auch direkt 5 Sterne gegeben, weil ich einfach auch diese arabische, orientalische Kultur wahnsinnig toll finde. Und das Buch war einfach super. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig über diesen zweiten Teil und kann es gar nicht erwarten, den zu lesen. Der zweite Teil, den ich lesen möchte, ist Traitor to the Throne von Alvin Hamilton. Das ist der zweite Teil der Rebel of the Sands Serie. Da bin ich mir nicht sicher, ob es eine Dilogie ist. Auf Deutsch heißt der erste Teil Rebellion des Sandes und die Serie heißt Armani. Den zweiten Teil gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Der ist erst Anfang Februar auf Englisch überhaupt rausgekommen. Deswegen habe ich euch dazu leider auch keinen deutschen Titel. Das ist auch eine High-Fantasy-Jugendroman-Serie, die so ein bisschen in dieser orientalischen Kultur spielt, aber da ist so eine Vermischung auch mit der westlichen Kultur drin, vor allem mit dem Wilden Westen sozusagen, und das ist einfach eine total interessante Vermischung, einfach eine total interessante Welt, in der es abspielt, und ich fand es auch echt gut und deswegen freue ich mich auf den zweiten Teil. Dann, ja, eigentlich gibt es drei Bücher, wo ich die Reihe weiterverfolgen möchte, aber in dem Fall nicht vervollständigen. Und zwar ist das der zweite Teil der Ruria Revelations. Auf Deutsch heißt die Serie nur Ruria, bestimmt falsch ausgesprochen, ich probiere es gar nicht erst, von Michael J. Sullivan. Und das ist eigentlich nicht das Buch, das ich lesen möchte. Das ist das zweite Buch in dieser Reihe. Es heißt Rise of Empires. Rise of Empire nur. Aber
es ist so, dass in dieser Reihe jedes Buch zwei Bücher umfasst. Also das ist zwar der zweite Teil, aber hier sind quasi Teile 3 und 4 dieser Reihe drin. Und ich habe nur Teil 1 gelesen. Das hatte ich auch von NetGalley zur Verfügung gestellt bekommen auf Deutsch. Und ich habe mir dann das hier auf Englisch aus der Bibliothek ausgeliehen, weil ich dachte, das wäre der zweite Teil. Aber mir fehlt dann eigentlich noch der zweite Teil des ersten Buchs, bevor ich das zweite Buch lesen kann. Aber ich habe halt jetzt gerade das, ich werde es zurückgeben und mir den anderen Teil ausleihen, aber da ist jetzt hier, halte ich euch halt das in die Kamera. Dann habe ich noch zwei Bücher, die mir vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen. Die mir vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt worden sind. Jetzt macht meine Grammatik einen Abgang. Ja, und ich war sehr überrascht, weil ich hatte mich Anfang der Woche beim Bloggerportal angemeldet und habe auch zwei Bücher angefragt, aber eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, die zu bekommen, weil es im Gegensatz zu NetGalley ja doch richtige Bücher sind, also nicht nur E-Books, und dadurch sind die natürlich auch teurer und es ist auch Versand dabei. Und dann sollte man ja wirklich die Rezension auch auf einem eigenen Blog oder YouTube-Channel posten. Und bei NetGalley geht es hauptsächlich darum, auf NetGalley eine Rezension zu veröffentlichen und gern natürlich auf Goodreads, Amazon, wie auch immer. Und da ich halt sehr wenige Abonnenten, Follower, wie auch immer habe, habe ich absolut nicht damit gerechnet, was zu bekommen. Aber ich habe beide Bücher bekommen und deswegen möchte ich natürlich sofort im April lesen. Und zwar ist es einmal aus dem Blanc-Mallet Verlag Der Weg des Inquisitors von Frank Rehfeld. Das ist auch ein Erwachsenenroman, ein historischer Roman, der eventuell auch ein Touch Fantasy sein könnte. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil, wie bei allen anderen Büchern auch, ich habe es mir nicht so genau durchgelesen, den Klappentext, nur um zu wissen, dass es mich halt interessiert, weil ich einfach nicht genau alles schon wissen möchte, wenn ich anfange, das Buch zu lesen. Und da geht es eben natürlich um die Inquisition und wie ihr sicher wisst, bei der Inquisition wurden Hexen gejagt und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nur ein rein historischer Roman ist, bei dem es um diese angebliche Hexenverfolgung geht, wo einfach nur rothaarige Frauen quasi umgebracht wurden und alle die irgendwie anders gedacht haben, oder ob es in diesem Buch tatsächlich richtige Hexen gibt, die gejagt werden. Ich glaube, es ist so, dass es tatsächliche Hexen gibt, aber ich bin mir nicht sicher. So oder so ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ich habe schon sehr viele historische Romane gelesen, auch gerade welche, die zur Zeit der Inquisition spielen. Finde ich auch sehr interessant. Ich habe aber, glaube ich, noch nie was gelesen, wo es dann wirklich, also ein historischer Roman, wo wirklich Fantasy dabei war. Diese Vermischung habe ich, glaube ich, noch nie gelesen, würde ich mich aber sehr drüber freuen. Und auch das nächste Buch ist ein historischer Roman, dieses Mal von Penguin. Das ist Das Lied der Freiheit von Ildefonso Falcones. Und da geht es um eine Sklavin, die nach Sevilla in Spanien kommt. Und ja, mehr weiß ich eigentlich nicht darüber. Auf jeden Fall hört es sich sehr interessant an. Sieht auch interessant aus, hat auch viele Seiten. Und ja, ich freue mich darauf, es zu lesen. Und das war es eigentlich auch schon. Nein, das war es noch nicht. Ich habe zwar kein richtiges Buch mehr vor mir, aber ich habe noch ein Buch aufgeschrieben, das ich lesen möchte. Und zwar habe ich das auch von NetGalley bekommen. Das ist Time Weaver, der erste Teil in der Time Collectors Reihe. Das ist leider auch auf Englisch und es gibt es noch nicht auf Deutsch. Es kommt auch erst auf Englisch noch raus, aber ich habe es eben schon über NetGalley und möchte es deswegen lesen. Es ist ein Jugendroman, der auch in einer High Fantasy World spielt, die wohl so ein bisschen was Steampunk-mäßiges hat, und deswegen bin ich da ganz gespannt drauf, weil ich habe jetzt erst das letzte Buch, das ich beendet habe, war auch ziemlich Steampunk-mäßig, nicht nur angehaucht, und es hat mir sehr gut gefallen, deswegen freue ich mich auch darauf, das zu lesen. Und das war es jetzt für meine Leseliste. Ich hoffe, ich schaffe es, alle Bücher zu lesen. Ich hoffe, mir gefallen alle Bücher und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und natürlich, wenn ihr mich abonniert, und über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Tschüss!